Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei NS22 zu einer weiteren Folge Farmers Life. Hier geht's jetzt gleich weiter. Als allererstes, ja, der Geldbetrag hat sich verändert. Es ist ja noch Holz weggegangen. Hab ich gar nicht dran gedacht. Damit werden wir gleich noch unsere anderen Schulden bezahlen. Dann haben wir das erledigt. Da werden wir gleich nochmal anrufen. Ja, wenn es euch gefällt, natürlich liken, natürlich beim Capo und beim Rainer vorbeisehen. Und ja, das wär's. Damit legen wir mal weiter. Oder arbeiten wir mal weiter. Ja, dann fahren wir mal rüber zum Händler. Dann vielleicht ist er auch da, dann können wir das gleich so klären. Ach, guck mal hier, der ruft sogar gerade an. Hallihallo. Tag. Ich wollte gerade einmal Bescheid sagen. Der Steinesammler steht bei mir wieder am Hof. Soll ich ihn dir runterbringen oder wolltest du ihn dir holen? Den kannst du mir auch zum Hof runterbringen. Ich wollte gerade rüberkommen, die Gabel holen. Ja, aber ich habe. Ich habe eben Bescheid gekriegt, die müsste am Laden stehen. Ja, ich habe noch Holz verkauft. Ich habe da noch was Gutes für dich. Ach, schön. Haben wir die erste Rechnung einmal. Dann ist einmal das ja auch erstmal aus der Welt geschafft. Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ins Holzgeschäft einzusteigen, das hat sich. Ja, lohnt sich echt. Ich glaube, wenn ich das mal so sagen darf, dann verdient sie echt kein schlechtes Geld mit. Ja, was meinst du, warum rammen sie sich wohl gleich die Schreinerei unter den Nagel gerissen hat? Mittlerweile. Also das weißt du bestimmt auch gar nicht, ne? Ach, der ist jetzt Besitzer der Schreinerei. Siehst du, Großverdiener, verdient bei dir Geld, verdient da Geld. Jetzt muss ich dich mal fragen, da ich dich ja jetzt mal so am Telefon dran habe. Wir hatten letztens eine Diskussion gehabt mit einem Polizisten. Na gut, da war der Polizist Bauhof, also keine Angst, kommt nichts auf dich zu. Darf er ja nicht oder dürfte er ja nicht verwenden, wenn es so ist, mit dem Ackerbau und den Ramsier. Da wollte Ramsier uns erklären, du hast doch mal, ich weiß, das hatte ich ja mitgekriegt, wo du für den Ackerbau die Maschinen geliefert hast. Da hast du Ramsier doch entlohnt für, ne? Er hat eine kleine Aufwandsentschädigung gekriegt, aber nicht sonderlich viel. Er sagt, er kriegt, nee, wie viel ist mir egal. Er sagt, er verdient bei dir gar keinen Cent, er ist nur versichert bei dir. Und da haben wir, standen wir alle, hey, das kann doch nicht sein, man arbeitet doch nicht umsonst irgendwo, das kann uns doch nicht erzählen. Also wir dachten, wir sind da alle, oder er will uns da ein bisschen verschaukeln. Bloß ich hatte das ja mitgekriegt, weil ich da ja gerade mit dir im Gespräch war, da hattest du ihn ja Geld bezahlt. Ich sage, das ist doch Schwachsinn, du hast doch Geld bezahlt, gekriegt von Sven. Weil es hörte sich so ein bisschen so an, als ob du ihn nur ausnutzt. So kam es vor uns rüber. Du nutzt ihn aus, er arbeitet bei dir und kriegt dafür keinen Cent. Ist nur versichert bei dir. Da habe ich überlegt, hey, Sven hat ihn doch bezahlt gehabt, das. Wie gesagt, da war ich doch gerade bei dir am Hof gewesen. Das war doch, wo wir nachher meine neue Bestellung aufgenommen haben. Also ich sag's mal so, ich handhabe das mit ihm so, wenn er da ist und für mich arbeitet, er kriegt einen gewissen Teil an Aufwandsentschädigung. Das ist aber nicht, ich sag mal, du brauchst ihn vielleicht nicht unbedingt an die große Glocke hängen, es ist nicht unbedingt als Minijob oder ich sag mal 450 Euro Job gemeldet, sondern ihr kriegt einfach eine Aufwandsentschädigung für die Arbeit. So wie du ihn angemeldet hast, so das juckt mich jetzt nicht großartig. Weil es für mich steuerrechtlich günstiger ist. Bloß halt, das ist halt ein bisschen blöde, wenn er das denn rumerzählt. Gut, wir können uns sicher sein, wenn der Bauhof als Bauhof da ist, hat das nichts mehr Politik. Da darf er es ja auch nicht verwenden, das wäre das Gute. Aber es ist halt schon ein bisschen blöd, wenn er denn rumpusaunt hier, er kriegt nur seine Versicherung bezahlt und nichts anderes. Da fragt man sich auch, Alter, was ist der Händler denn für ein Kinderhahn ist? Kein Wunder, dass der andere wieder verschwunden ist, der bei dir gearbeitet hat. Das hat andere Gründe, dass der wieder. Ja, nein, ich hab's mitgekriegt, der ist auch total unzuverlässig und sowas. Unzuverlässigkeit, kommt morgens unpünktlich zur Arbeit. Also, wenn dann, wenn die Leute hier anfangen, erwarte ich auch irgendwo so ein bisschen Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, dass man morgens zu den gegebenen Uhrzeiten hier. So wie sich das gehört. Ich sag's mal so, ich habe ihm ja extra. Oder habe ihm ja damals, wo er hier angefangen ist, er hatte ja alles Treckerführerschein und sowas, habe ich ihm ja gesagt, er kriegt hier einen, oder darf sich den Trecker aussuchen, den er hier hingestellt kriegt. Das hat er auch bekommen. Aber mir dann so in den Arsch zu treten, mit Unpünktlichkeit und sowas, fand ich dann ein bisschen scheiße und das lasse ich mir auch nicht bezahlen. Ja, das ist auch ein bisschen blöde für dich, wenn du so wie jetzt auf Weiterbildung bist. Die Leute kommen da hin, die verlassen sich natürlich drauf. Gut, ich glaube, jetzt sind wir leider notgedrungen gezwungen, wenn du doch nochmal wieder unterwegs bist, weil ich glaube, du sind ja mehrere Weiterbildungen, so eine Module sind das, ne? Wie ich das richtig mitgekriegt hatte. Ist man ja gezwungen, notgedrungen zu Rainer, also Ramse zu gehen. Deswegen habe ich halt
versuche ich das immer abzuwinkeln, wenn du da bist. Und du weißt ja, ich und Ramsey, das ist ja. Ja, das kommt immer nicht so gut. Ich weiß, dass da teilweise ein bisschen Ungereimtheiten sind. Aber das muss ich nochmal. Ich will jetzt mich nochmal mit Ramsey zusammensetzen. Ob wir da noch nicht eventuell irgendwie was hingebogen kriegen, weil es funktioniert nicht. Entweder ich brauche eine zweite Person langfristig, wo ich mich wirklich drauf verlassen kann, oder ich muss irgendwas anderes her. Ach, da kommst du davon. Ja, ich stell dir dein Dings mal bei dir einfach auf den Hof. Einfach auf dem Hochstall bei mir. Ja, wie gesagt, wenn ich was Wichtiges habe, wie gesagt, da warte ich, bis du da bist. So wie jetzt mit den Maschinen bestellen, das mache ich nicht mit Ramsey. Erstens muss er nicht wissen, was ich mir alles kaufe. Weil, wie gesagt, das geht ja nun mal keinem was an. So, ich glaube, Saatgut und sowas, da hatten wir beide ja vorgesorgt bei mir. Da sollte genug da sein aktuell. Richtig. Da glaube ich, werde ich im neuen Jahr werde ich da noch mal ein bisschen was einkaufen. Aber du musst auch erstmal genug vorproduzieren, weil da würde ich dann gleich eine größere Menge abnehmen. Da die Produktionen laufen im Dauereinsatz. Ah, oh, das ist schon mal gut, dann läuft das ja endlich mal bei dir so richtig. Hat ja auch gedauert, bis das angelaufen ist, ne? Weil ich ja auch erstmal die ganzen Mittel und die Produktion müssen ja auch erstmal jetzt im Dauerlauf oder dann in den Dauerlauf reingehen. Kannst du ja erst nur mit 10-15% laufen lassen, bevor du die dann wirklich leistungsmäßig komplett aufdrehen kannst. Ich sehe gerade, was ist das eigentlich für ein John Deere hier, der bei dir hier steht? Das ist mal quasi mein Haus- und Hoftrecker für den Laden, wenn ihr mir da Anbaugeräte oder Anhänger hinstellt. Ich dachte gerade, das ist noch mein Alter. Nein, der steht da einfach nur dafür da, wenn ihr mir halt Anbaugeräte oder Anhänger dahinstellt, dass ich mir die auf dem Hof rumschieben kann. Oh, oder gerade über schieben kann. Anbaugeräte, also wir machen mal die Gabel lieber hoch und klappen die runter, weil wir haben ja einen kleinen, der gerne zur Polizei geht. Wo wir gerade wegen Anbaugeräte reden, meine Wartung und so hast du noch auf dem Schirm, ne? Ja. Sehr schön. Ja, dann haben wir soweit alles geklärt, würde ich mal behaupten, ne? Gabel habe ich weggeholt, die liegt ja nicht mehr im Weg. Ich bin kurz bei dir vorm Hof. Sehr gut, dann haben wir alles soweit geregelt. Geld ist überwiesen, wie gesagt, das andere kannst du in Ruhe fertig machen. Das denke ich mal, wird ja auch nochmal ein Gott sei Batzen an Geld. Ich kann schön schätzen, ich weiß es nicht. Ah. Aber der Wrackstreifen hier ist ja wieder kleiner geworden. Ja, habe ich gesehen, hat der andere mit untergefliegen ein Stück. Aber ist egal, man kommt da trotzdem ganz gut rein. Aber das wird nicht mehr, das Feld ist schon beim Bürgermeister auf mich reserviert. Da musste ich nur mit dem Ackerbau, sollte ich mich nur abquatschen, weil der ist da unten auf der Ecke, sagt er, das ist Schwachsinn, da brauchst du dich nicht mit den Ramsey oder auch nicht mit unseren Händlern zusammensetzen, weil die werden sich da unten alle keinen gucken. Vor allem nicht in der Größe wird sich Ramsey sowieso kein Feld holen und der Händler ist froh, wenn da oben seine Felder hat und nicht da unten in der Ecke. Ja, ich habe jetzt oben schon was geholt. Na, ich habe gesehen, auf einen hast du wieder weil gebraucht. Unser reicher Pinkel da wieder meinte, alles wegkauft. Ja, das ist schlimm, wie gesagt, deswegen lege ich mir ja jetzt meine Wiesen selber an, weil alles, was große Wiesenländerei waren, ist ja verschwunden. Richtig. Ich habe dir den Steinesammler zwischen Halle und Silo hingestellt, ne? Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich, Sven. Jo. Dann wünsche ich dir einen angenehmen Tag. Danke, gleichfalls. Tschüss. Ciao, ciao. So, sind wir den Händler nämlich los. Ich habe nämlich jetzt fast alles am Brennholz verkauft. Und auch nochmal die Palettenbretter, die wir stehen hatten. Wo das Sägewerk spuckt gerade schon wieder neu aus. Gut, dann ist halt auch auf dreifach. Das ist das Gute aktuell. Denn ich würde nämlich gucken, dass wir vielleicht auch zügig anfangen, in Gemeinde was abzuzahlen. Oder halt, wir forschen uns erst einen Puffer an, dass wir einmal alles an Geräte beim Dings kaufen können. Ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. Obwohl, nee, wir überweisen mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oder wo jetzt hier gerade keine lang geschossen kommen.
wenn die Linie, dass ich stehe. 434 haben wir beim Dings offen, beim Bauhof, und 790 bei der Gemeinde. Wir machen das mal so. Wir überweisen jetzt nochmal Gemeinde die 34.000, dann haben wir da noch glatt 400 offen. Das werde ich den Dings zukommen lassen. Den Bauhof. Zack. Den haben wir da auf 34, dann sind wir halt bei 400. Aber wie gesagt, das Gute ist halt, die Paletten bringen richtig Schotter ein aktuell. Also wie gesagt, dass wir auf Forst gegangen sind, ist richtig gut. Meine andere Idee, die ich habe, die werden wir demnächst auch verwirklichen. Da muss ich mal den Bürgermeister eine Mail schreiben. Ich kann das ja jetzt mal so ansprechen. Ich habe, möchte ganz gerne die Schneiderei und so. Wir sind die Einzigen, die Wolle produzieren. Also kann ja meine Wolle auch weiterverarbeitet werden. Und ja, Stoffe und Kleidung bringen gutes Geld. So, und dann pendeln wir jetzt mit dem Radlader immer zwischen Sägewerk und Tierhof hin und her. Das sollte ganz gut passen. Aber wie ihr seht, da stehen schon wieder, der Träger ist schon wieder voll mit Paletten. Müssen wir gleich mal runternehmen. Also Bretter aktuell kommen so viele. Da kann ich wohl demnächst schon wieder welche verkaufen fahren. Aber ist egal. Wir brauchen das Geld. Wie gesagt, wir haben jetzt zusammen noch 1,1 Millionen bei der Gemeinde offen. Glatt 1,1. Ja gut, 1,1 und dann noch 90.000. Halt ärgerlich ist, dass die Paletten nicht ins Silo gehen. Das sind halt normale Bretterpaletten, die Standard im Spiel drin sind, aber die gehen nicht in das Standard-Silo rein. In das Standard-Lagergebäude. Backt ja auch rum. Paletten halt, ne? Deswegen muss ich die halt regelmäßig verkaufen. Ihr seht das Problem. Bloß das mache ich halt immer zwischen den Aufnahmen, weil beim Fahren rutschen die Bretter extrem. Nein. Egal. Fällt nicht fallen, nicht untrichter. Aber backt sogar eine Erde rein. Das ist ein Standardprodukt, das ist halt ein bisschen doof. Das ist ein bisschen blöd, aber kann man nicht ändern. Wie viel Hackschnitzel haben wir eigentlich mittlerweile schon produziert? Bestimmt noch nicht viel, ne? 2000. Na egal. Bretter läuft, da ist aktuell nichts. Doch, da. Auch schon wieder reingebackt. Ziehen sie einfach mal runter vom Trigger. Muss unbedingt gucken, dass wir die dann gleich wieder verladen. Ja, und unsere Ballen, wie gesagt, die wir pressen, die kommen dann alle hier hinten rein. Hier können wir dann auch fix die Ballen immer verladen. Das ist das Gute, hier hinten ist ja genug Platz. Das passt. So, wir könnten mal ganz kurz gucken, was sahen denn die Tiere. Die Kühe, das sieht gut aus. Schafe. Auch gut aus, genauso wie die Schweine. Die Hühner sind ja eh unten. Die Pferde sehen auch gut aus. Ausgeritten sind sie. Fitness sieht gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. So mache ich mich jetzt auf den Weg zum Hof. Muss überhaupt mal laufen, aber es ist doof. Egal. Beziehungsweise ich kann halt zum Tierhof gehen, da steht ein Pickup. Der Tierhof ist ja gleich da hinten. Und dann werden wir fix die Steine sammeln. Mal schauen, wenn wir nur ein so ein Ding vollkriegen, bringen wir die natürlich gleich ins Dings runter. So, andere Straße.
dass wir nämlich unsere Wiese angebaut bekommen. Ne, dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir Geld verdienen, dass wir da so viel wie möglich gleich beim Händler abbezahlen. Und danach konzentrieren wir uns auf die Gemeinde, weil danach haben wir alles. Wir haben danach wirklich alles. Wir brauchen danach eigentlich nichts mehr Großartiges. Fördermänner irgendwann noch. Wegen Silage. Aber das machen wir vielleicht auch mit der Schaufel. Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch. Aber ich glaube, das lassen wir sein. Und dann haben wir nämlich jetzt alles beim Händler. Dann brauchen wir beim Händler nämlich nichts mehr weiter kaufen. Dann haben wir das nämlich abgewiegt und dann ist es mir auch egal, was er für Preise macht. Ob er uns jetzt einen Rabatt gibt oder nicht, ist mir dann völlig Wumpe. Wir haben dann alles, was wir brauchen auf dem Hof. Maschinenmäßig. Wir haben drei Traktoren auf dem Hof. Auf Forstrichtung haben wir alles da. Wir haben alles da in Richtung Viehhandel. Ich habe am Anfang geguckt, ich muss auf jeden Fall auch zusehen, dass wir den normalen Kredit abbezahlt kriegen hier an der Bank. Das muss auch bezahlt werden, das nützt nichts. Dass wir den auch los sind. Dass dann bald das Geld, was wir verdienen, in unsere Tasche geht, ne? Und dann, glaube ich, machen wir den Ackerbau und den Ramsi richtig Konkurrenz. Aber guck mal, die Freunde, damit sind wir am Ende von der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. An die Neuen, lasst ein Abo da. Wie gesagt, lasst einen Kommentar da, würden wir uns auch mal freuen. Schaut beim Rainer und beim Capo vorbei. Auch die gehen so langsam auf die 100 Folgen zu. Rainer ist schon bei der 60. jetzt irgendwie in den Dreh. Capo ist jetzt über 50. Also auch da gehen wir auf die 100 Folgen zu. Finde ich sehr gut. Und ja, wie gesagt, wer Bock hat mitzuspielen, meldet euch bei uns. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und wer sich irgendwas vom LS vorbestellen will, kann das gerne unten in der Videobeschreibung mit den Links von mir tun. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Kostet für euch ja nichts mehr. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.